Also ich kann mir nicht helfen. Obstbaumblüte ist eine feine Zeit im Jahr. Also wenn ich die Pracht überall sehe, hier die Kirschbäume, Birnen, Äpfel, okay, Äpfel, ist bei mir nicht so viel, aber wenn ich die so sehe, da kann man sich nicht genug dran ergötzen. Um dieses Bäumchen geht es hier heute. Irgendeine Ahnung, was das ist? Ein Naschi-Bäumchen. Ich erzähle Ihnen in diesem Video was über Naschi-Bäumchen. Also diesen Naschi-Baum, den habe ich jetzt hier schon ein paar Jährchen stehen und der trägt eigentlich ziemlich zuverlässig in jedem Jahr. Und er steht noch, das ist wichtig. Ganz im Gegensatz zu den 7 Apfelbäumen, von denen noch einer steht. Der Rest ist an die Wühlmäuse. Also Apfel ist nicht so mein Ding. Aber hier Naschi, der hält sich wacker. Also ich bin davon voll begeistert. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Neuschem Garten, Esterschberg oder auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe den Bäumchen natürlich wieder ein Jahr lang mit der Kamera verfolgt. Meine laienhaften Bemühungen mit der Schnipselei und mit der Ernte. Und Sie verfolgen in diesem Video mal, wie sich das Bäumchen so in diesem Jahr gemacht hat. Das war allerdings schon in 2016, ist also schon etwas her. Ich habe so viel Videomaterial da rumliegen. Man kommt nicht dazu, das alles zu schneiden und Ihnen zu zeigen. Sie gucken sich das an und dann sehen wir weiter. Ja, ich kann Ihnen sagen, da ist eine Menge Videomaterial, was noch auf meinen Festplatten hier liegt. Wir fangen ganz im Winter an. Das Bäumchen ist noch klein. Mittlerweile ist das ziemlich gewachsen. Und was Sie nachher an Ernte sehen, das ist doch erheblich mehr geworden. Aber so als Einstieg in die ganze Naschi-Geschichte ist das eine feine Sache. So, wir sind gerade so an der Zeit, wo die Natur anspringt, wo die ersten Knospen sich bilden. Wir gehen wieder ein Stückchen weiter. Da zieht sich jetzt so durch. Alle paar Wochen bin ich da mit der Kamera hin, habe Aufnahmen gemacht. Da, ich sag ja, es regt sich Leben. Der Winter ist bald vorbei. Die schöne Zeit fängt an. Ja, die Vorfreude ist groß. Wir sind wieder eine Woche weiter oder anderthalb. Die Blüten sind auf, zum Teil wenigstens. Ist das nicht schön? Die ersten Blättchen zeigen sich ganz zaghaft, vorsichtig. Nein, riecht nach nichts, was? Wieder eine Woche weiter. Der Garten hinten ist schon fertig. Also die Saison steht richtig in den Startlöchern. Was diesen Naschi-Baum ausmacht, ist, dass der wirklich unkompliziert ist. Das freut mich. Alles, was irgendwie nicht viel Aufwand braucht, da kann ich mich gut mit arrangieren. Aber wir werden das nachher alles noch sehen. Bis auf Wespen habe ich da noch keinen Schädling drin gesehen. Da sind keine Würmer drin. Eine prima Sache. Und, was findest du da? Da, die ersten kleinen Naschis. Nehmen Sie das jetzt doch bitte nicht als Anleitung. Meine Videos sind keine Anleitung. Also ich bin sicher, es gibt da eine Menge Leute, die viel mehr Ahnung von Bäumen haben als ich. Aber ich möchte Ihnen den Spaß an der ganzen Geschichte vermitteln. Die sind nicht groß, die Naschis. So klein, so im Vorbeigehen, zack, einen in den Mund rein. Der Spaß an der ganzen Geschichte, das ist, wo es mir dran drum geht. Hat sich doch toll gemacht, oder nicht?
Die sind auch nicht besonders groß. Wahrscheinlich müsste ich die ausdünnen, dass da nicht so viele an einer Stelle hängen. Aber mir soll das alles gleich sein. Ob ich eine kleine oder eine große Naschi esse, spielt mir für mich keine Rolle. Ich habe da wohl nicht ganz richtig geschnitten im letzten Jahr, also in dem Jahr davor. Unheimlich viele Wassertriebe oder Wasserschosse oder wie die heißen. Alle Kerzen gerade nach oben, sehen wir auch gleich noch. Junge, Junge, Junge. Da muss ich dringend noch dran arbeiten. Da man sieht die Wasserschosse haufenweise. Und die Naschis wachsen. Wenn das nur zwei gewesen wären an der Stelle, wären sie vielleicht größer geworden. Da, jede Menge von diesen Dingern. Er hat an sich so kein Wachstum an den Tag gelegt, nur diese Wasserschosse. Von denen ich gehört habe, dass da nie eine Frucht dran kommt. Ja, wir sind kurz vor der Ernte. Kann man immer gut daran erkennen, wenn die ersten Wespen die Naschis anpicken. Wenn die ersten anfangen zu faulen, dann weiß man, dass genügend Zucker da drin ist, dass die süß genug sind, dass die genussfertig sind. So sehe ich das. Ob das richtig ist, sei dahingestellt. Da, man sieht schon die ersten Stiche und dann fangen die an zu faulen. Aber da der Normalmensch sowieso keine Möglichkeit hat, die zu lagern, bleibt letztendlich nichts anderes übrig, als einfach nur möglichst viel davon in der Zeit, wo zu ernten ist, zu essen. Ja, so sieht das aus, wenn die angepickt sind. Hängt aber auch viel mit der Witterung zusammen. Jetzt in dieser Saison, 2018 zum Beispiel, da ist nicht eine Faule dabei. Angepickte, aber keine Faule. Aber wesentlich mehr. 5-6 Mal so viele Naschis wie in diesem Video. Ja, nur nach oben. Kein Größenwachstum in die Seite rein, sondern nur nach oben. Die sind lecker. Können Sie mir glauben? Gehen wir mal was zum Ernten holen. So. Die ersten wirklich reifen, die suchen wir uns da raus. Damit die Familie was zu kauen hat. Wobei wir bei meiner Lieblingsbeschäftigung sind. Ernten. Auf alles andere könnte ich gut und gerne verzichten. Jetzt sind natürlich auch eine Menge direkt so im Vorbeigehen in meinem Bauch gelandet. Also es sind schon ein paar mehr gewesen, die letztendlich hier in diesem Video zu sehen sind. Aber wie gesagt, in diesem Jahr sieht die Sache wesentlich besser aus. So, und jetzt gehen wir an die Haupternte ran. Nehmen wir alle runter, bevor das die Wespen alles niedergemacht haben. Man, warum können die auch nicht einfach eine Frucht mal aufessen oder was die da tun? Nein, sie müssen immer wieder neue anpicken. Ich kann Ihnen sagen, so als Biomensch hat man es nicht leicht.
ist auch nicht besonders groß, das Bäumchen. Also lässt sich alles noch ohne Leiter handhaben. Und das steht jetzt, ja, wie lange? 6 Jahre? Die Sauerkirschbäume nebenan, die schießen in die Höhe bis zum geht nicht mehr. Ich kann gar nicht so viel wegschneiden, wie danach wächst. Aber hier, das bleibt schön klein. Such alle auf von der Erde. Das war's. Ein Genuss, sag ich Ihnen. Ja, genau. Ja, da sind sie immer noch. Musst du dir jetzt mal überlegen, was du mit diesen Wasserschossen machst. Bin ich ein Dekadent, das etwas, mein Gott, komm mit so einer Karre an, um die paar Naschis da zu ernten. Ja, jetzt muss ich irgendwas tun. Fangen wir mal an zu schnipseln. Also was habe ich eigentlich groß gemacht? All das, was nach oben, Kerzen gerade nach oben gewachsen ist, habe ich da rausgeschnitten. Und bei den anderen Sachen, die so schräg wuchsen, tja, habe ich mir überlegt, weg oder nicht weg? Das ist die Frage. Aber ich muss ja davon nicht leben. Es reicht, wenn für uns genug dabei rumkommt. Und das ist allemal der Fall. Ja, wart nur. Weg oder nicht weg? Entscheid dich. Zack, weg damit. Lieber was mehr abschneiden als zu wenig. Also ich habe das mächtig gestutzt, das Bäumchen, muss ich dir zugeben. Jetzt, wo ich mir die Bilder so im Nachhinein ansehe. Was damit machen? Ja, keine Ahnung. Weg damit. Zack. Ja, und diesen, damit der nicht zu hoch wird, zack, ab damit. Baumschnitt ist ein Buch mit 7 Siegeln. Ja, der Herbst naht. Man sieht's. Ja, wir haben eine Stelle, wo ich im Jahr davor geschnitten habe. An der Schnittstelle sind direkt wieder 3 oder 4 neue Triebe raus. Ja, und jetzt nach der ganzen Arbeit, stärk dich mal, das ist jetzt ein Birnbaum daneben, weil die Naschis sind sehr früh, viel früher als die anderen, und guck dir dein Werk an. Ja, und jetzt machen wir wieder einen Sprung in den Winter oder in den Spätherbst. So sieht die ganze Geschichte aus. Fertig. Also so ein Bäumchen ist genau nach meinem Geschmack, wo man nicht viel falsch machen muss. Nicht wie die Kirschbäume hier nebenan, die wie Jeck wachsen, wo man mit dem Abschneiden nicht hinterherkommt. Also das kann selbst ich noch locker handhaben. Eine tolle Angelegenheit. Vor allen Dingen, wenn irgendwas keine nennenswerten Schädlinge hat. Also gut, die bisschen Wespen, die da dran rumpimmeln, mein Gott, kann ich mitleben. Also wenn irgendwas keine Schädlinge hat, problemlos wächst, dann ist das so genau nach meinem Geschmack. Alles, was viel Aufwand bedeutet, viel Zeitaufwand, viel Arbeitsaufwand, da kriege ich immer die Krise dran. Aber hier so ein Naschi-Bäumchen, sollten Sie mal überlegen, ist eine feine Sache. So, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, abonnieren, Like-Button drücken, Ihren nächsten Amazon-Einkauf über einen meiner Links da unten. Mangobaum fehlt mir noch, Feige fehlt mir noch, was fehlt mir noch? Marone fehlt mir noch. Und bestimmt noch viele andere. Die gehe ich mir dann kaufen, wenn sie fleißig über Amazon einkaufen. So, bis zum nächsten Video. Bis dann.